Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Gaming-HD-Freunde. Ho. Ich bin's, euer Fabian, und mit dabei sind Tom, Tommy, Mirko und natürlich das Beste kommt zum Schluss. Madös. Ja. Lang nichts mehr gewesen, lang nichts mehr gekommen. Jetzt kommt nochmal was. Wir werden auch noch was von Vatertag nachholen. Nur wir hatten ein paar technische Schwierigkeiten in den letzten Tagen und ein paar Konflikte zu klären, aber wir wollen jetzt ja nicht lange schnacken. Das ist ja ein wenig uninteressant. Wir gehen gleich ins Geschehen. So, wir machen Kolonnenfahrt. Mirko hinter mir, dann Tom und Tommy an Schluss, okay? Dann aufsitzen, vergessen zu sagen. Seid ihr alle bereit? Nö. Auch wenn ab vier Fahrzeuge normalerweise soll, aber egal. 12F1 an Leitstelle. Ja, wir sind aus zur Fahrzeugübergabe. Zum Händler. Komm. Dreißiger Zone. Mirko, ich hoffe, du hast meine Stoßstange hinten nicht lieb, ne? Ah, toll. Jetzt habe ich keine Freisprecheinrichtung dran. Ach, egal. Hallo, Mattes. Ja, wir holen das neue Fahrzeug. Warum? Du meinst für den alten? Eine neue Drehscheibe. Ja. Ich frag mal, ob die das haben. Zwei Hydraulikschläuche und eine Drehscheibe. Ja, ich frag mal nach. Tschüss. Jo. Tommy, kannst dich ruhig vor mich stellen, ne? Oder stellst dich da einfach hin? Ihr steht gerne auf der Straße, oder? Wir alle. Immer mitten auf der Straße stehen. Ja, wir können uns ja mal angucken gehen. Erstmal. Ich gehe eben dahin. Könnt ihr ja schon mal gucken gehen, wenn ihr wollt. Ich gehe mal gerade fragen. Ja, warum? Der Typ ist doch noch gar nicht da. Moin. Ja, wir sind die Feuerwehr. Wir wollen gerne das Fahrzeug abholen. Mainbook. Richtig. Ja, genau. Jo, bis gleich. Ich hoffe, das Fahrzeug ist genauso gut wie das, was wir als erstes bekommen haben. Ja, guckt euch am besten nochmal die Aufbau für, den Zusammenbau von Aufbau und ja, hat was, ne? Sieht ganz ordentlich aus, der Rahmen, keine Fehler und sowas. Lack ist ganz schön sogar, keine Beulen. Heckhydraulik ist 1A, war. Ja, dürfen wir eine Testfahrt machen? Jo, okay.
Ich bin der Erste. Nee, Mirko. Mirko, schmeiß dich drauf. Fahr mal einmal hier im Kreis. Solange er das Fahrzeug nicht gleich kaputt fährt. Nicht hier im Kreis, du sollst vernünftig im Kreis fahren. Einmal eine große Runde im Kreis hier. Du kannst hier einmal drumrum fahren. Also von daher musst gleich nur rechts abbiegen. Lustig, dass der Melder Stunden später erst losgeht. Ach, sind wir wieder. Mirko, du kannst da gleich drauf. Du kannst gleich drauf, bla. Tom, was machst du da? Nimm du den neuen, genau. Fahrt schon mal hin. Ich fahr gleich nach. Ich klär den Rest. Lass Tommy mal eben vorfahren. Oh. Nee, nee, der wird noch nicht verkauft. Die müssen sich das Fahrzeug sowieso noch angucken, weil die ja selber noch nicht wissen, was die damit machen müssen, wollen. Deswegen habe ich den auch noch nicht verkauft. Der bleibt jetzt erst noch drinne stehen, weil die uns dann noch einen Bericht zurückschicken, was mit dem Fahrzeug jetzt ist, weil wir den ja in Zahlung geben dafür, dass wir den neuen kriegen. Ja, hatte ich ja vor, noch nachträglich hinzufahren. Nö, nee, nö, nee, mach du, Mann. Ich bin nur Heckabsicherung hier hinten. Ja, schöner Pressewagen. Kannst dich gleich hier mit hinstellen. Wenn du schon hier an der Einsatzstelle bist, schmeiß Blaulicht an und dann ab dafür. Stell dich aber hier vorne an die Seite hier. Okay. Nein, das meine ich nicht. Ich habe was anderes gesehen. Wo ist denn hier der Gruppenführer vom LF? Ach da, hier. Wenn einer von euch noch Hilfe braucht, ihr könnt mich einteilen. Ich bin jetzt ja kein Gruppenführer, Ortsbürgermeister, Gemeindebrandmeister. Ich bin normaler Feuerwehrmann jetzt gerade, ne? Ja, okay. Ich schnapp mir dann unsere Anwärter und dann gehen wir mal den Besen schwingen. Gehst du? Gehst du hoch? Ja, kannst mir einfach geben. Ihr könnt auch ruhig mit mir arbeiten. Ich bin nur die Führungsposition bei größeren Einsätzen. Ich gebe auch gerne meine Führungsposition ab an die
Ortsbrandmeister, also was das angeht. Ich arbeite auch noch gerne zwischendurch mit, also gebt mir einfach den Besen jetzt gleich runter. Ja, ich bin schon mit einem Anwärter vom anderen Fahrzeug am Fegen. Ne, ich musste gerade erstmal den Jungs erzählen, dass ich auch als hier im Gemeindebrandmeister als normaler Feuerwehrmann eingeteilt werden kann und auch Atemschutz und sowas noch machen kann. Ich muss nicht nur sowas machen, hier, gehe so Führungsposition, ich gebe auch gerne ab. Wieso musst du denn eigentlich hier auf dieser ganzen Stelle so viel Öl verlieren? Ja, das frage ich mich gerade auch. Ich hatte das ein wenig falsch gesagt. Mathis hätte man irgendwo stehen bleiben können da an der Seite. So wie wir. Aber. Ja. Du hättest. Grins. Mirko, kannst hier stehen bleiben. Hier ist ja der Anfang und das Ende. So. Jo, ciao. Hier, denk dran, wir machen das nur so weit, dass das hier abgestreut ist und dass nichts mehr weg kann. Das Streu sollen wir liegen lassen. Da kommt gleich noch jemand und macht das weg von der Stadt. Also von daher wundert mich, dass die Polizei auch nicht hier ist, weil normalerweise müsste die die Unfallstelle jetzt absichern, das hier dann drumrum leiten. Ja, ne, mir kommt man auch mit. Dann macht ihr beide ganz kurz, dass die Polizei hier ist. Schmeißen wir rein. Ja, hol einfach ein Polizeiauto. Ja, wir haben zwei Stück und zwei Stück brauchen wir hier auch. Ja, Tommy kann ja auf der anderen Seite erstmal. Ja, ihr könnt wegfahren. Ich bleib hier so lange stehen, bis dann die Polizei da ist. So, alles aufräumen. Was man hätte noch machen müssen bei den Franzosenfahrzeugen wäre, dass die Klappen unten auch von selber, dass man die selber aufmachen kann. Die Klappen unten. Doch, kannst du, aber du musst das über die Dings machen. Richtig. Der nächste Polizeiwagen muss mein Fahrzeug ablösen. Der kann einfach vor mein Fahrzeug fahren. Warte. Wow. So, hier bis dahin und dann stellt. Nee, Mirko. Nur auf einer Seite absperren. Heißt, du stellst das andere Fahrzeug hier so zum Motorrad hin. Und brauchst Stopp gar nicht anmachen. Polizei würdest du da anmachen können. Ja, also hier, warum? Warum das so war, weiß ich jetzt nicht. Oh, entschuldigen Sie bitte ganz kurz. Ja, hallo Tom. Ja, die habe ich schon auf dem Fahrzeug, aber hol die nochmal, dann haben wir die doppelt. Ich habe das schwarz, ich hatte da, geh aber nochmal hin und hol die nochmal, weil bevor da nochmal was mit ist, dann kann man gleich welcher Ersatz haben. Okay, tschüss. Oh.
Ja, das braucht ihr auch nicht transportieren. Da kommt gleich noch eine Firma, die macht den Rest von der Ölspur hier weg. Mirko, du darfst außerdem die Einsatzstelle mit deinem LF verlassen. Ja, hier, ihr müsst die Straße noch dicht machen, solange bis hier der nette Herr von der Entsorgung kommt und den Rest noch von der Straße wegmacht, weil das dürfen wir nicht. Wir dürfen nur abstreuen und Schlimmeres verhindern. Jo, vielen Dank. Schönen Tag noch. Ja. Ich würde mal sagen, das soll es gewesen sein für heute, fürs erste Video. Vielleicht kommt ja noch ein zweites, man weiß ja nie. Oh. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ach ja, bevor ich es vergesse, danke für die 550 Abonnenten. Und wie gesagt, es kommt noch ein zweiter Teil vom Abo-Special. Aber wann das kommt, das verrate ich nicht. Ein Geheimnis, das keiner weiß. Genau. Lasst doch einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr wissen wollt, was es für ein zweiter Teil vom Abo-Special ist. Und ein Abo könnt ihr auch da lassen, müsst ihr nicht. Haut rein, Leute. Ciao.